Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Mord aus Schatten. Und ich freue mich gerade voll, dass wir weiter zocken können. Ich wollte erstmal gerade auf die Karte gucken, wo wir hin sollen können, sonstiges. Weil wir haben hier ein bisschen was am Blinken. Wir sind im Moment hier oben wieder. Wir haben hier die Hautquest, die Rangleiter empor. Wir haben hier zerbrochene Erinnerungen. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Das ist natürlich interessant, ein bisschen weiter nach Gollum zu forschen. Hier haben wir noch einen Widerstand und die Jagd. Ich denke mal, wir nähern uns jetzt einfach mal Gollum an. Und gucken, was der so von uns will. Was haben wir hier noch? Artefakt. Und das Übliche. Okay. Schauen wir uns doch einfach mal das jetzt an. Wir müssen nach da hinten. Alles klar. Und ich habe gestern so viel aufgenommen, dass ich jetzt volle Möhre im Hals habe. Aber es ist mir egal, das Spiel ist einfach so toll. Den holen wir mal da oben runter. Bevor der auf irgendwelche hässlichen Gedanken kommt. Genauso. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, und direkt einen Fähigkeitspunkt eingesackt. Wir haben sogar zwei am Start. Das Gift mache ich später noch. Den Schattenangriff mache ich später noch. Dann nehmen wir jetzt einfach mal... was nehmen wir denn? Terrorisieren? Habe ich keinen Bock drauf. Dann hauen die alle ab. Wurfdolche? Habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, komm, wir nehmen mal das Todesstoßgedöns. So, und hier haben wir noch... Ja, das sparen wir uns erstmal. So, den Typen würde ich jetzt gerne erstmal befragen. Und zwar fragen wir ihn mal aus über... Nehmen wir mal einen Hauptmann. Komm, wir nehmen mal einen Hauptmann. Den da. Ledback Schädelbeuger. Argwöhnisch wegen der Berichte über einen Grauk in der Nähe. Ah, der hat auch keinen Bock auf Grauks, alles klar. Gut zu wissen. Juti! Könnten wir sicher ein paar mehr Krieger gebrauchen. Hier gehen Gerüchte um, dass der Häuptling 100 Berserker herschicken will. Klasse! Noch mehr Maden, die sich um den Kopf streiten. Stimmt. Okay, wir müssen nach da hinten. Frage ist, wie wir da am einfachsten hinkommen. Ich probiere es einfach mal so. Es ist so geil, dass man keinen Fallschaden kriegt. Das ist so traumhaft. Wir müssen nur kurz aufpassen, dass der Bogenschütze uns da oben nicht sieht. Was er nicht tot, tut, weil er sich umgedreht hat. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und etwas in ihm glüht, dann kämpf besser bis aufs Blut, denn es ist wahrscheinlich der... Ja, führ du mal Selbstgespräche. Ist okay. Hier ist noch ein Artefakt. Und zwar... Ah, hier. Das Hackenblatt. Moment, ich suche die Erinnerung. Da ist sie. Moment. Da unten war sie doch. Da unten. Da. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Die Elben führen uns mit ihrer Unsterblichkeit vor. Sauron hat recht. Wir können ohne Schmerzen leben, ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Gegen den Elben zu kämpfen ist keine schlechte Idee, es ist die schlimmste Idee überhaupt. Sehr viel Begeisterung auf jeden Fall. So, dann fehlt uns hier auch noch ein Teil insgesamt. In meinen Venen fließt kein numenorisches Blut. Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Hallas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen Untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. Der haut ab. So. Den würde ich gerne aber auch noch mitnehmen. Warte, ich rieche etwas. Geiler Schleichangriff. So ein bisschen verbuggt, aber egal. Aber gut, wir sind auf jeden Fall schon mal da, wo wir hin wollten. Da drüben ist noch ein Ork. Den ignorieren wir mal. Aber dann können wir hier auf jeden Fall schon mal... Bist du ein wichtiger Typ?
Warte mal, ich kann die ja befreien, ne? Gern geschehen. So. Zerbrochene Erinnerungen. Ich trau dem Viech nicht. Und er läuft weg. Okay, Gollum, du kannst. Die sind weg. Einer der Häuptlinge hat wegen der Hexerei des Zahn völlig den Verstand verloren. Das habe ich auch gehört. Umgebracht hat, weil er sich wie ein Feigling verhielt. Garstige dort oben. Tötet sie. Was treiben die auch bitte hier wieder ihr Unwesen, hm? Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm. Und er. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Piekser da oben, dort. Piekser? Hat sie ihn gerade Piekser genannt? Ich schieß schneller als der. Dann stiehlt er ihn. Nein, nein. Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitze, spitze Stein. Wie geil Gollum ist, ne? Nicht wehtun, nicht wehtun. Braver spitze Stein. Führe uns, leuchtender Herr. Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Das sieht nicht so geil aus. Das sieht irgendwie nicht aus, als wäre ich hier später alleine. Naja, mal schauen. Vielleicht finden... Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Naja, super. Und ich gehe dann nachher drauf, oder was? Was ist denn jetzt los? Wer, wo, warum? Wurde hier nicht gerade irgendwer abgeschlachtet? Das klang auf jeden Fall so.
Ich könnte auf jeden Fall schon mal das Gebäude mitnehmen. Wenn wir eh schon mal hier sind, nehme ich das einfach mal mit. Ah, ich verlasse das Auftragsgebiet. Okay, sorry. Gehe ich ja wieder zurück. Wo ist denn das Artefakt jetzt auf einmal hin? Warte mal, hier ist eine Spur. Und die hört... Ach, die hört hier auf. Hier ist das Artefakt. Haha, gefunden. Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Er ist da! Talia! Lass ihn gehen. Diese Träume, sie geben uns keine Antworten, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Was sind das für Viecher? Ich hasse Ghule. Bestimmt, die sind nicht cool. Ach du Scheiße, sind das viele. Besiege die... Alter! Geister... Oh, ich habe eine neue Fähigkeit. Rufe einen gewaltigen Mitschlag herbei, der Urix verletzt und betäubt sie, wie Ghule tötet. Jawohl. Sollte eine Trefferserie voll aufgeladen sein, drücke X und A. Aufladen... Okay, das sind 8 Stück. X und A. Okay. Ha, geil. Geil, geil, geil. Patz. Und dafür gibst du mich auch eine Fertigkeit, die ich upgraden kann. Trotzdem bin ich gleich ziemlich am Arsch. Es sind nämlich echt hart viele. Es kommt genau hin. Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze... Alter. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Ich kann auch so einige spüren. Allerdings habe ich nämlich doch jetzt eigentlich eine Verbesserung. Hier. Terrorisieren. Ne, warte mal. Gab's nicht hier irgendwo? Wieso hab ich... Achso, die krieg ich auto... Die hab ich jetzt automatisch bekommen, oder? Ich meine schon. Was gibt's denn später noch? Geister, Todesstoß. Ich will mich noch nicht spoilern, deswegen... Ha, ich lasse es erstmal. Fähigkeiten. Ich muss kurz noch in die Runen gucken. Klingelhagel nutze ich eh zu selten, dass ich sagen würde, es lohnt sich. Beim Bogen packen wir mal gerade noch eine Rune drauf. Weil 60 Punkte ist jetzt wirklich nicht viel. Die kann man mal kurz investieren. Die ist ausgerüstet. Stellt nach vorne das Festnagel. Nee, habe ich noch nicht. Gesundheit, Reck und... Gesundheit, Reck. Dann packe ich das noch rein. Und hier haben wir... eh noch nichts Spannendes. Okay, alles klar. Das ist gut. Gott, die Ghule haben mich jetzt aber auch zu Tode erschreckt.
Dann aktivieren wir mal gerade den Turm hier. Patz! Perfekt! Meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Da kann ich noch nicht hin. Da ist ein Informant. Und hier ist eh gerade eine Jagd. Dann gehe ich zu der Jagd mal kurz. Obwohl ich auf dem Weg auch hier hingehen könnte. Das ist nämlich näher. Die 220 Fuß, oh, da unten laufen gerade wieder Orks herum. Mal gerade eine Etage höher laufen. Ich hole mir die einfach so, was soll's. So. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Hör ich auch nicht. Haben wir denn hier noch wen? Okay, die verfolgen die und sind damit weg. Das war zu einfach. Lass den Typen jetzt in Ruhe. Jetzt stirb einfach. Dankeschön. Ich ziehe dich einfach auf. Yay! Meiner. Fuck. Es kommen mir doch mehr, als ich gehofft hatte. Ich komme nicht hoch. Wow. Moment. Ach komm, wir probieren jetzt einfach diesen komischen Geisterblitz auf die Uruks einzusetzen. Wir probieren es einfach mal. Ich würde gerne wissen, wie das dann aussieht bei den Großen. Ja, lohnt sich aber nicht. Dann nehme ich lieber die Todesserie mit. Weil die ist wesentlich effektiver. Wie man sieht. Moment. Gib mir mal wieder ein. Danke. Bam. Ey. Das war dreist. Ups, falscher Knopf. Ich hasse es, dass die zu schnell schlagen, damit ich die abstechen kann. So, dankeschön. Jetzt kann ich auch hier in Ruhe endlich die Aufgabe annehmen. Wunderbar. Was müssen wir machen? Aus kurzer Distanz. Innerhalb von... Was ist denn kurze Distanz? Ist das kurze Distanz? Mir fehlt ein Pfeil. Scheiße. Dann hätte ich kurze Distanz schon fertig. Moment. Wie? Das war nicht kurze Distanz? Wie kurz soll die Distanz denn noch werden? Dankeschön. Auftrag abgeschlossen. Ach, jetzt muss ich mich auch noch schlagen. Och. Seht mich nicht. Ich sehe mich wirklich nicht. Seid ihr blöd? Dankeschön. Muss ich mich halt nochmal kloppen. Warum auch immer. Aber es ist eigentlich auch cool, dass diese kleinen Nebenmissionen halt nicht in so einem separaten Gebiet sind. Sondern halt auch wirklich zu dem Gebiet gehören. Und falls da noch Leute rumeiern, müssen die halt auch getötet werden. Das ist ganz cool. Stirb. Danke. Einer rennt weg, der ist mir aber egal. Und ich sehe gerade auf meiner Uhr, steht schon wieder fast 20 Minuten. Dementsprechend, Freunde, werde ich hier einen Cut machen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.